Hallo und herzlich willkommen auf dem Campus von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Clemens Heilmann, ich bin Senior International Product Manager für Diabetes und Herzerkrankung und seit 5 Jahren im Unternehmen. Heute bei mir ist Ruth Lohr, seit 13 Jahren im Unternehmen und in der medizinischen Abteilung für Diabetes in Deutschland zuständig. Hallo Ruth. Ich habe heute anlässlich unseres Gespräches etwas mitgebracht, einen alten Zeitungsausschnitt einer Tageszeitung in Kanada. Was geht dir durch den Kopf, wenn du liest Ärzte in Toronto auf dem Weg zur Heilung des Diabetes? Ja, wir haben Grund zum Feiern. Vor 100 Jahren, 1921, gelang es einem Forscherteam um die Wissenschaftler Frederick Banting und Charles Best, Insulin zu isolieren und die Wirkung am Menschen zu erproben. Die Entdeckung des Insulins ist sicherlich eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Medizin und wurde auch direkt 2 Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und welche Bedeutung hatte die Entdeckung des Insulins denn für Menschen mit Diabetes? 2 Jahre später wurden bereits Tausenden von Patienten mit Diabetes Insulin gespritzt. Ihr Leben hatte sich von einem auf den anderen Tag verändert. Die Erkrankung Diabetes war von einer tödlichen Erkrankung zu einer kontrollierbaren Krankheit geworden. Also das war wirklich ein Durchbruch in der Diabetesbehandlung. Ich denke, viele haben den Begriff Diabetes schon gehört. Kannst du vielleicht nochmal den Unterschied erklären zwischen Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes? Ja, Typ-1-Diabetes zeichnet sich dadurch aus, dass die Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage ist, Insulin zu produzieren. Der Typ-1-Diabetes kann angeboren sein, wird aber auch manchmal durch einen Virusinfekt ausgelöst. Der Typ-2-Diabetes ist anders gekennzeichnet. Da hat die Bauchspeicheldrüse die Fähigkeit verloren, ausreichend Insulin zu produzieren. Auch kann es zu einer Insulinresistenz kommen, in der die Körperzellen weniger gut auf das Insulin reagieren. Typ-2-Diabetes tritt häufig in späteren Lebensjahren auf. In letzter Zeit wird aber auch häufig bei Kindern und Jugendlichen Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Typ-2-Diabetes kann durch eine ungünstige Lebensweise entstehen, durch ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung und Übergewicht. Was genau ist eigentlich Insulin? Insulin ist ein Hormon, das die Aufnahme von Glucose, also Zucker, aus dem Blut in die Körperzellen reguliert. Den Körperzellen wird dadurch Energie zugeführt. Ist es so, dass eine verminderte Insulinproduktion vorliegt oder eine Insulinresistenz, steigt der Blutzucker. Für eine Therapie des Typ-1-Diabetes ist eine Therapie mit Insulin zurzeit unerlässlich, während bei Typ-2-Diabetes Insulin auch häufig erst in späteren Krankheitsphasen gespritzt wird. Das heißt, Diabetes ist nur eine Erkrankung des erhöhten Blutzuckers? Nein, der erhöhte Blutzucker kann ein Zeichen für einen Diabetes sein. Der erhöhte Blutzucker kann jedoch zu kleinen Veränderungen an großen und kleinen Blutgefäßen führen oder auch die Nerven schädigen. Diese Schäden können wiederum zu Schäden an Herz und Nieren führen. Wenn die Entdeckung des Insulins so ein Durchbruch für Menschen mit Diabetes ist, warum ist es dann immer noch notwendig, daran zu forschen? Ja, in der Forschung hat seit der Entdeckung des Insulins hat sich sehr, sehr viel getan. Zum Beispiel wird jetzt bei dem Typ-2-Diabetes häufig schon zu Beginn eine Tablettentherapie gemacht und es muss nicht mehr direkt gespritzt werden. Dennoch ist der medizinische Bedarf, insbesondere beim Typ-2-Diabetes, sehr, sehr groß und wird auch in der Zukunft immer größer werden. Lass uns doch mal kurz einen Blick auf die Fakten werfen und wie häufig Typ-2-Diabetes ist. Über 460 Millionen Menschen weltweit leiden an einem Typ-2-Diabetes und allein in Deutschland sind es 6 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes. Diese Zahl wird sich wahrscheinlich bis 2045 verdoppeln und getrieben ist diese Entwicklung dadurch, dass eben auch der westliche ungesunde Lebensstil, schlechte Ernährung, wenig Bewegung und das dazukommende Übergewicht ein wichtiger Treiber ist. Ich denke, was aber wichtig ist, dass man auch im Hinterkopf hat, dass Patienten mit Typ-2-Diabetes ein deutlich höheres Risiko haben, nämlich ein vierfach erhöhtes Risiko, eine Herzerkrankung zu erleiden als Menschen ohne Typ-2-Diabetes. Und dass Menschen mit Typ-2-Diabetes auch ein doppelt so hohes Risiko haben, an einer Herzerkrankung zu versterben.
Das heißt, ich denke, es ist klar, wie wichtig es ist, den Typ-2-Diabetes zu behandeln und wirklich auch diesen gesamten Blick zu haben und die gravierenden Folgen für Gefäß, Herz und Niere in die Therapie einzubinden. Und haben diese neuen Erkenntnisse über Typ-2-Diabetes und den Zusammenhang mit den anderen Organen zu anderen Schwerpunkten in der Forschung geführt? Ja, es hat in der Forschung ein Umdenken gegeben. In den letzten Jahrzehnten war man immer darauf konzentriert, den HbA1c zu kontrollieren in der Diabetestherapie. Der HbA1c ist ein Maß für den Langzeitblutzucker, das heißt den Blutzucker in den letzten 8 bis 12 Wochen. Heute ist der HbA1c nur noch einer der Parameter, der für die Therapieentscheidung herangezogen wird. Vielmehr achtet man auch darauf, ob es bereits Schäden an Herz und Nieren gibt. Unser Ziel ist es bei Boehringer Ingelheim, das Leben von Menschen mit Typ-2-Diabetes zu verbessern. Und unsere Überzeugung ist es, dass man dazu den Menschen im Ganzen betrachten muss. Du hast gerade erwähnt, Typ-2-Diabetes ist eben mehr als erhöhter Blutzucker, sondern es geht auch um die Organschäden und diesen Gesamtzusammenhang. Und vor diesem Hintergrund könntest du vielleicht einfach noch mal erklären, was es für aktuelle Entwicklungen gibt. Ja, wenn man mal auf das große Ganze guckt, auf den Menschen mit Typ-2-Diabetes, mit seinen Begleiterkrankungen und den Folgeerkrankungen, dann möchte ich dir gerne eine Substanzklasse vorstellen, die Klasse der SGLT2-Inhibitoren. Und was genau ist ein SGLT2-Inhibitor und seine Rolle in der Behandlung des Typ-2-Diabetes? Ja, ein SGLT2-Inhibitor ist eine Therapieoption für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Grundsätzlich ist es ja so, dass man den Blutzucker senken kann, indem man eine klassische Diät macht, also das heißt weniger Zucker aufnimmt. Oder man steigert die Verstoffwechslung im Körper des Menschen mit Typ-2-Diabetes. Oder man verstärkt die Ausscheidung des Zuckers. Genau an dieser Stelle setzen die SGLT2-Inhibitoren an. Sie haben ihren primären Wirkort in der Niere oder in den Nieren des Menschen mit Typ-2-Diabetes. Und sorgen für eine vermehrte Ausscheidung des Zuckers über den Urin. Dadurch kann der Blutzucker gesenkt werden und es gibt auch einen positiven Nebeneffekt, nämlich auch das Gewicht des Patienten nimmt ab und der Blutdruck sinkt. Dieses Wirkprinzip ist unabhängig von dieser verminderten Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse und auch unabhängig von der Insulinresistenz. Das ist ein spannender Ansatz und je nach Ausprägung des Diabetes ja auch als Einzeltablette in Kombination mit anderen Typ-2-Diabetes-Tabletten, aber auch mit Insulin einsetzbar. Hier zeigt sich aber, glaube ich, auch nochmal der wichtige Zusammenhang aus verschiedenen Parametern, aber eben auch das Zusammenspiel mit Herz und Niere, das wir schon angesprochen hatten. Willst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen? Der Stoffwechsel, das Herz und die Nieren stehen in enger Verbindung miteinander. Diese physiologische Verknüpfung der Organe ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Ist das eine Organ erkrankt, hat das auch negative Folgen für die anderen Organe oder das System. Es kann aber auch positive Effekte geben. Wird zum Beispiel im Rahmen einer Typ-2-Diabetes-Therapie nicht nur der Blutzucker gesenkt, sondern eben auch der Blutdruck? Hat das auch wiederum positive Auswirkungen auf das Herz und die Nieren. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich denke, zum Ende unserer Diskussion ist ja auch wichtig, den Blick in die Zukunft zu werfen. Ich persönlich wünsche mir, dass dieser Zusammenhang zwischen der Diabeteserkrankung und dem Herz und den Nieren und den Organen weiter bekannt ist und auch die Betroffenen diesen Zusammenhang verstehen und er auch einfach weiter gedacht wird. Ruth, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes eine optimale Therapie bekommen, unter Berücksichtigung ihrer Begleiterkrankungen und der möglichen Folgeerkrankungen bei einem Höchstmaß an Lebensqualität. Vielen Dank für diese schönen Schlussworte und danke für dieses Gespräch, Ruth. Und vielen Dank an euch, liebe Zuschauer, für eure Zeit und das Zuhören. Vielen Dank.